Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen, alle, die wieder da sind. Es ist schön, sich wieder versammeln zu dürfen, Gott zu preisen, in Freiheit ihn anbeten zu dürfen. Uneingeschränkt. Ist das nicht herrlich? Wisst ihr, schön ist, wir dürfen hier so laut sein, wie wir wollen. Es gibt keine Nachbarn, die wir stören können. Deshalb freue dich, genieße die Gemeinschaft. Herzlich willkommen auch alle am Livestream. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt die Atmosphäre nicht ganz so genießen wie hier, aber wir heißen euch trotzdem herzlich willkommen und Gott segne euch. Ich möchte euch einladen, einen Lobpreis zu machen aus zwei wichtigen Gründen. Der erste Grund ist, wenn wir Gott anbeten, schauen wir weg von unseren Sorgen. Und das brauchen wir manchmal. Wir sind so verstrickt in unseren Gedanken im Alltag, dass wir vergessen, was eigentlich wirklich zählt. Und das Zweite ist, wenn wir Gott anbeten, haben wir Gottes Größe vor uns. Ui, ja. Ich weiß, ich mach's kurz. Wir haben Gottes Größe vor Augen. Und wenn wir Gottes Größe anschauen, vor Augen haben, wächst der Glaube in uns. Wisst ihr, manchmal stehen wir da und sagen, Herr, ich brauche Heilung, ich brauche das, ich brauche jenes. Und vor lauter Konzentrieren, was wir alles brauchen, verzweifeln wir immer mehr, weil wir denken, der Berg wird ja immer größer. Wir haben gestern in der Predigt gehört, wenn wir in Gottes Gegenwart sind, geschieht Veränderung. Du brauchst noch nicht mal darum zu bitten. Petrus begegnet Jesus und Jesus hat ihm noch gar nicht von Buße gepredigt. Die Gemeinschaft mit Jesus hat ihn zur Buße geführt. Mose hat nicht erwartet, dass irgendwas mit ihm passiert. Er sprach mit Gott, empfing die Gebote, kam vom Berg herunter und sein Angesicht leuchtete, dass die Menschen es nicht ertragen konnten. Bete Gott einfach an und vertraue ihm. Er weiß, was du brauchst. Und er weiß, was dir hilft. Und während du Gott anbetest, wird der Glaube in dir wachsen. Du wirst wegschauen von den Sorgen. Und Gott wird dir geben, was du brauchst. Mach dir darum keine Sorgen. Bete ihn einfach an. Lass uns jetzt Gott erheben, Gott loben. Konzentriere dich auf das, was du singst. Und sing es dem, der dich erlöst und erkauft hat. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Morgen. Danke für deine Verheißung, dass du alle Zeit bei uns bist, Herr. Und so wissen wir, dass du jetzt hier mitten unter uns bist, Herr. Und bereits jetzt, während wir dich anbeten und loben, wirst du durch deinen Heiligen Geist wirken. In unseren Herzen, in unserem Umfeld, Herr. Danke, dass du da bist, Herr, und wir bitten dich, dass du wirklich hineinsprichst, Herr, und uns die Augen öffnest, dass wir dich sehen, dass wir deinen Willen mehr und mehr erkennen, Herr, und dass wir deine Größe vor Augen haben, Herr, wirklich nur noch staunend dastehen können. Welch eine Gnade, welch eine Größe. Sein Volk, mit ihm zu herrschen in ihm.
öffne die Herzen und mach euch bereit. Denn dein Reich komme, o Herr, erhebe dich in deine Macht. Dieser Ehre und Ruhm und Majestät, deine Herrlichkeit. Aus der Not. Er ist der König der Könige. Er hat zum Kreuz gesiegt und seinem Tod. Bei seinem Weg unserem Gott, der uns erwählt als sein Volk. Ich glaube, dass wir uns oft nicht bewusst sind, was er am Kreuz getan hat für uns. Er starb für uns. Er ist im Grab gewesen, aber er ist wieder auferstanden. Nur damit wir den Zugang zum Vater haben. Lasst uns ganz neu bewusst sein, was er am Kreuz getan hat für uns, für dich und mich. Wir sind nicht schuldfrei. Lasst uns gemeinsam an das erinnern, was er getan hat. Zurück an Golgatha, wo Jesus Blut und Leben gab, sieh seine Wunden durch die Hand, mein Retter dort am Kreuzes stand. Tränen und mit Blut getränkt, in Josefs Grab wurde er gelegt, die Tür versperrt mit schwerem Stein. Messias ist nun er allein. Oh, hail my God.
Sonnenglanz durchdringt die Nacht, wie er werde ich nun auch verstehen und Jesus selbst einmal zu sehen. Die Mauern sind und Sorgen nicht betreten.
als jeder Umstand, größer als sonst. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Richtig vor dem Vater, mein Kind. Und ich spreche jetzt zu all dem, was in dir klein gehalten wurde, was da niederliegt. Steh auf, richte dich auf. Amen. Amen. Danke euch. Es ist schön, in der Gegenwart Gottes zu sein. Amen. Ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel. Deshalb freu dich auf deine Ewigkeit. Denn dann gibt es niemanden, der den Lobpreis unterbricht und Ansagen macht. Die braucht man dann nicht mehr, ne? Amen. Es ist schön, dass wir Gott Ehre geben dürfen in allen Dingen. Wisst ihr aber, die Lieder alleine, das ist nur ein winziger Teil von dem, wie wir Gott ehren. Die Bibel spricht davon, dass unser ganzes Leben ein Zeugnis sein der Liebe Gottes sein soll. Mit unserem Leben können wir Gott ehren, mit unserem Hab und Gut können wir Gott ehren, mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Begabungen sollen wir Gott ehren. Amen. Es ist eine gute Gelegenheit, morgen schon zu sagen, hey, Gott hat in dich etwas hineingelegt und das darfst du einbringen im Reich Gottes, um ihn zu ehren. Wenn du irgendwo mitarbeiten willst, wenn du in Kleingruppe mit dabei bist, irgendwo dabei sein willst, melde dich einfach bei dem Leiter und sag, hey, ich will meine Gaben einbringen zur Ehre Gottes.
Wisst ihr, für alle am Livestream, die sehen das gar nicht. Wir haben hier allein hinten in der Technik 6 Leute stehen. 3 im Kameradienst, 1 am Beamer, 2 Tontechniker, die alles tun, damit ihr eine gute Übertragung habt und dass eine gute Atmosphäre geschieht. Ja. Hinten in der Welcome Lounge sitzt die 7. Person und betreut den Livestream. Als ihr reingekommen seid, wurdet ihr herzlich begrüßt. Hier auf der Bühne standen heute nur 5 Leute, normalerweise sind 7. Und dann gibt es noch 6 Leute oben im Kinderdienst, die die Kinder betreuen. Ein Haufen Mitarbeiter, jeden Gottesdienst und das alles zur Ehre Gottes. Damit eine Atmosphäre geschaffen wird, wo du hineinkommst und einen Vorgeschmack von dem bekommst, was bei Gott möglich ist. Für dich und für mich. Es geht nicht darum, hier irgendwas am Laufen zu halten. Es geht darum, Gottes Herrlichkeit jedes Mal neu uns vor Augen zu gestalten, sagen, ja, es lohnt sich. Und dafür hat Gott uns die Fähigkeiten geschenkt. Gebrauche sie. Ich bin fest überzeugt, ein Christ kommt erst dann zur vollen Reife, wenn er das einsetzt, was Gott ihm gegeben hat. Allein vom Studieren des Wortes Gottes wirst du nicht so weit kommen. Allein vom Lobpreis machen wirst du nicht so weit kommen. Erst wenn du dich mit dem, was Gott in dich hineingelegt hast, einbringst. Und Gott hat dich geschaffen mit Geist, Seele und Leib. Und in allen Bereichen hast du Fähigkeiten. Also gebrauche sie. Amen. Amen. Ihr merkt schon, was mir am Herzen liegt. Genau. Gut. Wir wollen auch heute einfach ein Opfer hineinlegen. Ihr kennt die Bibelverse alle. Da heißt, wer gibt, dem wird gegeben. Was du sähst, das wirst du ernten. Die Bibel ist voll davon. Jesus spricht viel darüber. Wisst ihr aber, das Geben ist eine Medaille mit 2 Seiten. Die eine Seite ist die, dass wir geben und Gott belohnt das Geben. Die andere Seite ist aber die, dass eigentlich, damit wir überhaupt geben können, hat Gott bereits gegeben. Gott spricht zu dem Volk Israel, sagt, von allem, was ihr ernten werdet, bringt den Zehnten in mein Haus, zum Beispiel. Aber wer hat es gegeben zuerst? Gott gab zuerst. Wisst ihr, das heißt mit anderen Worten, Gott gibt und schaut uns zu, wie wir mit dem umgehen, was er uns gegeben hat. Und das bezieht sich nicht nur auf die Finanzen. Es bezieht sich auf unser Alltag, unsere Zeit, unsere Fähigkeiten. Er hat sie uns gegeben. Keiner von uns kam in diese Welt und hat mit dem ersten Gedanken, mit dem ersten Wort eine Million verdient. Oder? Und wenn ein Baby eine Million hatte, dann nur deshalb, weil die Eltern vorgesorgt haben, vielleicht. Ich weiß, ich spreche jetzt utopisch, wer hat schon sowas, ne? Was ich dir sagen will, du kommst in diese Welt und Gott hat in dich in etwas hineingelegt und hat alles Potenzial hineingelegt, damit du in diesem Leben arbeiten kannst, leben kannst, ein Segen sein kannst. All das hat er dir gegeben. Und wisst ihr, ich liebe diese Bibelstellen, wo Jesus sich ganz dreist am Opferkasten hinsetzt und den Leuten auf die Finger guckt. Das machen wir doch lieber viel heimlicher. Ne? Soll niemand sehen. Jesus sagt, hab kein Problem damit. Ich guck dir auf die Finger. Und es geht in allen Dingen so. Hey, Gott kennt uns. Warum sollen wir Heimlichkeiten haben? Deshalb, ich lade dich dazu ein, ein bewusstes Leben zu führen mit dem, was Gott dir gegeben hat. Mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Zeit, mit deinem Alltag, aber auch mit den Finanzen. Und die dürft ihr jetzt hineinlegen einfach. Die Opfer gehen hier durch die Reihen. Wenn ihr daheim etwas geben wollt, auf der Homepage findet ihr die ganzen Bankverbindungen. Ich würde eine kleine Empfehlung aussprechen. Wisst ihr, ich war jahrelang Buchhalter und bin dann sehr sparsam bei uns in der Gemeinde. Das heißt, wenn du etwas überweisen kannst per Banküberweisung, ist es mir lieber, denn da fallen keine Gebühren an. PayPal geht auch, aber PayPal verlangt Gebühren. Deshalb nutzen wir das, solange es anders geht. Natürlich sind wir dankbar für alles, aber wisst ihr, ich bin jemand, der sagt, ich gebe lieber das mehr Geld aus für die Mission als für die Banken. Deshalb Gott sei Dank für Banken, wisst ihr, trotz allem. Amen. Ich verrate euch etwas, wisst ihr, wir haben so viele Dinge, die selbstverständlich sind für uns. Ich habe einen Brief jetzt bekommen von Moskau, von einem Bekannten, der dort ein soziales Werk leitet, Arzt, eine Klinik leitet, wisst ihr. Er sagt, er ist nicht einverstanden mit dem, was geschieht. Aber seine Kreditkarten gingen von heute auf morgen nicht mehr. Er kommt ans Geld nicht mehr ran.
Wisst ihr, das trifft unsere Geschwister dort genauso. Das Elend in der Ukraine trifft sie genauso wie die, die glauben, auf der anderen Seite. Deshalb, es geht hier nicht um Seiten. Niemand kann gewinnen. Lasst uns dafür beten, eintreten und das nutzen, was wir haben, solange wir es können. Die Bibel sagt, kauf die Zeit aus, also lasst es uns tun. Amen. Amen. Wir möchten ganz herzlich alle die begrüßen, die heute zum ersten Mal überhaupt in einem unserer Gottesdienste sind. Wenn du das erste Mal da bist, hast du ein absolutes Privileg. Du musst nur die Hand heben und schon kriegst du ein Geschenk. Also wenn du zum ersten Mal da bist, heb mal die Hand. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und heute laden wir auch alle die ein, die schon länger nicht da waren. Ihr habt das Privileg, den guten Kaffee in der Welcome Lounge zu genießen. Wenn ihr nämlich rausgeht, auf der linken Seite gibt es eine Welcome Lounge. Und wisst ihr, da gibt es ein paar Mitarbeiter, die können gar nicht anders, als mit allen zu reden. Und die freuen sich darauf, euch kennenzulernen. Die freuen sich darauf, euch Antworten zu geben in Bezug auf die Gemeinde. Und deshalb nutzt die Gelegenheit, wenn du schon lange nicht da warst und heute mal wieder da bist und fragen willst, was gibt es denn so Neues? Herzlich willkommen in der Welcome Lounge und lasst es dir gut gehen dort. Ihr daheim, ja, wenn ihr am Livestream zum ersten Mal da seid, schreibt einfach was in den Chat hinein. Ich denke mal, ihr habt wahrscheinlich keine Fremden daheim, die ihr begrüßen könnt. Hoffentlich nicht, ne? Es sei denn, es ist ein Engel Gottes zu Besuch, das wäre natürlich schön. Aber ansonsten seid ihr herzlich willkommen und wir laden euch auch ein, ganz herzlich einfach hier Gemeinschaft zu haben. Hier zusammen zu sein, Gott gemeinsam anzubeten, ist ein Segen. Wir haben seit Juni schon wieder Kindergottesdienst Samstag und Sonntag. Liebe Eltern, ich weiß, dass ihr alle darüber schimpft, dass eure Kinder auf die Fremden immer mehr hören als auf euch selbst. Ich kenne das. Ich gebe dir einen Tipp. Nutzt das aus. Bring sie einfach hierher zum Kindergottesdienst. Schick sie zur Jugendfreizeit, schick sie zum Teenie-Treff, schick sie hin, denn sie hören auf die Fremden mehr als auf dich. Sorg dafür, dass sie was Gutes hören. Denn das Wort Gottes ist ein Same, der aufgeht. Er geht auf. Das Wort Gottes ist der einzige Same, den man nicht tot kriegen kann. Der kann 20 Jahre trocken da liegen. Und es kommt der Moment, wo die Schrift sagt, da geht das Wort in Erfüllung, wozu es gesandt ist. Es wird es bewirken. Wir Menschen müssen es zwar selber entscheiden, aber das Wort Gottes wird eines Tages aufgehen. Fang damit früh an. Ich weiß, liebe Eltern, Sonntagmorgen die Kinder einzupacken, mitzubringen zum Gottesdienst, ist ein Riesenaufwand. Aber glaub mir, es ist viel einfacher als die Sorgen hinterher, wenn sie nicht mitgehen wollen. Deshalb nutze es aus und freu dich darüber, dass dort andere sind, die deinen Kindern das Evangelium predigen. Und es wird aufgehen. Amen. Gut so. Ich habe einige Infos. Kommende Woche geht's los. Missionskonferenz. Ich freue mich, die Leiter aus Indien sind da. Udo und Kathleen sind da. Und die letzten zwei Ehepaare aus Namibia werden morgen eintreffen. Betet für einen guten Flug. Und dann sind alle, die kommen konnten, zumindest anwesend. Und wir freuen uns auf eine gute Zeit. Es geht los am Mittwochabend, im Herrlichkeitsabend. Wir fangen erstmal damit an, Gott zu loben. Bevor wir irgendwas reden und planen, wollen wir Gott loben. Donnerstagabend, dann Eröffnungsabend, am Freitagabend, der indische Abend, am Samstag den ganzen Tag, von morgens bis abends gibt es hier Programm. Am Sonntag zwei Gottesdienste und dazwischen ein Mittagessen für alle. Also es ist genug geboten. Fürs Mittagessen bräuchten wir noch ein paar Kaffee, paar Kuchen und Salate. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, euch was beizutragen. Meldet euch bei Silvia. So, Silvia, wo bist du gerade? Da hinten. Das ist Silvia. Also, sie wird nachher auch an der Tür bereitstehen, wenn ihr noch Fragen habt. Und sie freut sich über Mitarbeiter, die dabei sind und es gut gestalten. Ab September soll auch Missionsessen wieder starten. Auch da dürft ihr euch bei Silvia melden, als Mitarbeiter was beitragen. Gemeinschaft zu haben und dabei was Gutes zu tun. Ich finde es immer schön, du kannst ihn richtig im Bauch vollschlagen und damit Gutes tun. Klingt doch super, ne? Wenn ihr es noch schafft, das Essen so zu machen, dass man dabei auch noch abnimmt, dann ist der Saal garantiert voll, ne? Gut.
Kommende Woche, denkt daran bitte, wenn ihr da seid, wenn ihr am Sonntag zum Mittagessen dabei sein wollt, wäre es gut, wenn ihr zumindest kurz anmeldet, dass wir ungefähr wissen, wie viele kommen, aber wenn es 20 mehr sind, ist auch kein Problem. So, dann haben wir noch für die kommende Woche die Anfragen, dass ein paar private Übernachtungsmöglichkeiten gesucht werden. Wenn du ein Zimmer daheim hast und sagst, hey, ich kann für 2-3 Tage jemand aufnehmen, der darf ruhig zu mir kommen, melde dich einfach per E-Mail im Büro und dann können wir es organisieren. Wow, ich komme durch. Neue Infos, Missions und so weiter. Erika Pritzka war diese Woche fleißig. Wenn ihr in die Garderobe reinschaut, die Infowände, nutzt es mal aus, schaut euch die neuen Bilder an. Aber ihr habt nächste Woche auch noch viel Zeit, die Leute persönlich kennenzulernen. Deshalb dürft ihr dort anschauen. Wir werden vermutlich am Mittwochvormittag draußen noch ein Zelt aufbauen, ein großes, für die Konferenz. Wenn also 1-2 Männer Lust und Zeit haben zu helfen, wäre das super. Ruft einfach im Büro an und wir geben euch dann genau einen Zeitpunkt, wenn wir, sobald wir wissen, wann wir es machen werden, denn wir werden teilweise auch noch Aufnahmen machen und während die Aufnahmen laufen, sollte man draußen nicht gerade mit Metallstangen hantieren. Aber wir geben euch dann einen Zeitpunkt, dann könnt ihr gerne helfen, das große Zelt aufzubauen. So, ich glaube, ich habe fast alles durch. Ah ja, 3. Juni noch, Grillen für Männer. Ich würde mal sagen, das ist ein besonderer Abend für Frauen, wisst ihr? Normalerweise gibt es Frauenfreizeit, Frauenveranstaltung, Frauenfrühstück. Liebe Frauen, diesmal gibt es einen freien Abend daheim. Die Männer gehen nämlich am 3. zum Grillen. Und da brauchen wir keine Salatliste, auch keine Kuchenliste. Hauptsache Fleisch ist da, ne? Und Getränke. Also falls ein Mann doch Salat essen will, dann dürft ihr es auch mitbringen. Ich meine, ich liebe auch Salat, so ist es nicht, aber ich bin an dem... Also einfach Zeit haben. Ihr dürft euch dann bei Manfred melden, wenn ihr wollt. Da ist er, der Manfred, oder beim Sven, aber den Sven habe ich heute gar nicht gesehen. Ja. Aber wenn ihr ihn kennt, meldet euch bei ihm an. Auf jeden Fall, die sind auch froh, wenn sie wissen, wie viel Fleisch sie ungefähr mitbringen sollen. Gibt es eine Liste? Super. Hinten gibt es eine Liste. Also liebe Frauen, ihr könnt eure Männer einfach eintragen und dann hinschicken und sagen, du bist schon angemeldet. Ne? Dann habt ihr einen freien Abend daheim. So, das waren die wichtigsten Dinge für heute. Den Rest machen wir nächste Woche. Ich freue mich darauf, dass ich Kathleen heute ein bisschen ankündigen darf. Wisst ihr? Ich kann mich erinnern an die Zeiten, wir hatten damals eine kleine Saal in der Durlacher Straße oben, im 3. Stock, nur mit Aufzug hochzufahren, weil das Treppenhaus belegt war. Und dann haben wir Kathleen und Udo kennengelernt. Ich hatte damals zum ersten Mal meine eigene Wohnung angemietet. Das war meine erste eigene Wohnung. Da kamen Kathleen und Udo und sagten, ja, Kathleen muss im Stadtorchester in Pforzheim anfangen zu spielen. Die Wohnung wird aber erst im Januar frei. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, dann ziehe ich halt 2 Monate später ein. Ihr könnt so lange die Wohnung nutzen, die war sogar schon möbliert. Und so haben wir uns kennengelernt. Gerne. Ich war gesegnet. Amen. Wisst ihr, und das Schöne war, dann wusste ich ja, Kathleen ist Musikerin und ich habe damals alleine Lobpreis geleitet. Und die wollten alle unbedingt 2 Gottesdienste. Ich habe es geliebt, Samstagabend zu spielen und am Sonntag auszuschlafen. Und die wollten unbedingt Sonntag früh Gottesdienst einführen und ich wollte Sonntagmorgen nicht aufstehen. Ich gebe zu, ich bin auch bequem ab und zu. Damals war ich noch nicht Pastor, jetzt bin ich natürlich anders. Ne? Und dann fing Kathleen an mit dem 2. Lobpreisthema. Sie hat immer sonntags gespielt, ich samstags. Udo und Kathleen fingen dann Kleingruppenarbeit an bei uns. Die Hauskreise mit ihr Verdienst. Heute sind es, glaube ich, irgendwas um die 30 oder 40 Kleingruppen. Ralf hat einen Überblick, aber er ist heute auch unterwegs. Viele Dinge, die im Kleinen gesät werden, die wir nie so verstehen. Wie ich sagte, es ist ein Same, den Gott hineinlegt. Der geht auf und bringt Frucht, die wir vielleicht heute nicht erkennen. Hab Vertrauen in das Wort Gottes. Das, was Kathleen oder heute in Namibia erleben, das, was wir hier erleben, der Mission, die Lobpreisteams, die ihr heute seht, wisst ihr, ich lehne mich immer zurück und genieße es, weil ich sage, Herr, das hätte ich nie hingekriegt. Gott sei Dank dafür. Deshalb halb Vertrauen in Gottes Wort. Was immer Kathleen heute erzählen und predigen wird, wisst ihr, es ist ein Same, der hineingelegt wurde, der aufgegangen ist. Und wir dürfen daraus lernen,
Gott steht zu seinem Wort. Amen. Kathleen, herzlich willkommen und Gottes Segen dir. Guten Morgen allerseits. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ja, so viele Erinnerungen, Arthur. Wenn du so weitergemacht hättest, hätte ich wahrscheinlich angefangen zu heulen. Ja, und ich freue mich immer, wenn ich so Gesichter sehe, die damals auch dabei waren und immer noch treu dabei sind oder vielleicht in einer anderen Gemeinde und sogar heute kommen, nur weil ihr mich sehen wollt. Das ist ja auch überwältigend. Und ja, und die ganze Unterstützung im Gebet, mit Finanzen, mit Liebe. Es ist einfach überwältigend. Ich freue mich, wieder hier zu sein nach 2 Wochen, wo wir unterwegs waren in Großbritannien. Da haben wir meine Familie und Freunde und Unterstützer auch von der Mission getroffen. Viele, viele Leute und auch ein paar Tage Urlaub zwischendurch gehabt. Bin ich auch dankbar dafür. Udo ist heute in Schwabach, predigt dort und wird auch heute wieder zurückkommen. Danke für die Gebete, für die Visum, für unsere Gäste, die kommen morgen an. Und ja, wir vertrauen, dass da alles gut läuft mit ihrem Flug. Das eine Ehepaar war noch nie außerhalb von Namibia. Das ist eine Riesenaufregung jetzt. So ein langer Flug in der Fremde. Ja, also die werden bestimmt ganz nervös sein heute. Ja, und danke für die Gebete für meine Hand. Ich vertraue, dass es gut heilt. Morgen habe ich wieder so einen CT-Scan. Ihr dürft weiter beten, dass das wirklich alles gut heilt. Ja, heute Morgen habe ich ein auf der einen Seite schweres Thema, aber auf der anderen Seite ein sehr notwendiges Thema, finde ich. Das heißt Freudenöl statt Trauer. Und ich möchte lesen von Jesaja Kapitel 61, ziemlich bekannte Bibelstelle. Ich lese so altmodisch aus der die Blätter in der Bibel. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauer und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde, und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Jesus hat diese Schriftstelle gelesen am Anfang seines Dienstes in Nazareth, seiner Heimatstadt. Und er sagte, heute ist sie in Erfüllung gegangen. Oder in anderen Wörtern, dass er die Erfüllung dieses Wortes ist. Ich habe mir in der letzten Zeit viel Gedanken über Trauer gemacht. Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Wir hatten die Corona-Pandemie. Wir hoffen, dass es immer weniger schwächer wird, aber wir wissen es nicht. Es hat auch viele Leute Trauer und Verlust gegeben. Vor 2 Jahren ist ein Kind, ein ehemaliges Kind von Imkerhof Kinderheim gestorben. Er war erst 21.
und Pastor Roy Wallace, mit dem wir 25 Jahre in Namibia zusammengearbeitet haben, unser Chef sozusagen, ist auch gestorben. Ich arbeite nebenbei in Swakopmund in Namibia in der Stadtmission. Wie es dazu gekommen ist, das ist eine ganz lange Geschichte, das werde ich jetzt nicht erzählen. Es ist aber ein Privileg. Aber ich bin als Gemeindediakonin angestellt, um den Witwen und Alten und Kranken zu sorgen. Es gibt in Swakopmund 4 Altersheime und die meisten, die dort drin sind, sind Deutsche. Es ist so ein beliebtes Ort für deutsche Rentner. Also habe ich viel mit Witwen und Trauerfeiern und Alten und Kranken und sterbenden Menschen zu tun. Das ist nicht einfach. In den Nachrichten hören wir täglich von traurigen Geschichten über den Krieg in der Ukraine, um Verluste und trauernde Menschen. Heute habe ich meine Ukraine-Bluse an. Wo sind unsere ukrainischen Geschwister hier? Ich habe das sogar in den letzten Monaten, seitdem den Krieg angefangen hatte, fast jeden Sonntag in Namibia getragen, um Solidarität mit euch zu zeigen und auch uns daran zu erinnern, für euch zu beten. Diese Bluse habe ich vor, glaube ich, 8 Jahren bekommen in der Ukraine, in Kiew, wo wir die Missionskonferenz dort hatten. Das war ein so schönes Erlebnis, werde ich nie vergessen. Ich habe immer gesagt, ich werde wieder dahin gehen und ein bisschen mehr Zeit verbringen. Ich hoffe, dass es eines Tages auch möglich sein wird und ich bete auch dafür. Also wie gehen wir mit Trauer und Verlust um? Ja, in der Bibel finden wir auch viele Beispiele davon. Es gibt ein ganzes Buch, Hiob, um dieses Thema. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Buch vermieden. Weiß nicht, ob es euch auch so geht. Oh, das überspringen wir. Ja, jetzt kommen die Psalmen. Wie schön. Ja, also ganz schwieriges Buch zu lesen. Aber ich möchte es euch empfehlen, besonders in dieser Zeit, wo so viel Leid und Trauer ist, vielleicht zu sehen, was ihr davon, was für eine Lehre das ist für uns. Ja, Hiob ist wohl der schlimmste Fall, den wir ausdenken könnten, wenn du das liest. Und es geht auch die ganze Zeit um die große Frage, was jeder, glaube ich, in dieser Welt sich stellt. Warum lässt Gott das zu? Wenn es Gott gibt, warum lässt er dieses Leid zu? Warum ist der Teufel immer noch am Wirken? Warum macht er nicht einfach ein Ende dazu? Letzte Woche hat mein Justin, der oben in dem Kindergottesdienst ist, unser Pflegekind, diese Frage auch gestellt. Warum macht Gott einfach nicht ein Ende zum Bösen? Das kann er doch. Ja, das kann er. Das ist eine gute Frage. Und Hiob hat auch diese Frage gestellt und hat keine Antwort eigentlich bekommen, obwohl er schon wirklich eine Begegnung mit Gott hatte. Und in dieser Begegnung mit Gott ist diese Frage in Gottes Perspektive gestellt. Und daraus hat er dann gelernt, damit umzugehen. Was wir lernen können aus Hiob, ist, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Dass er souverän ist. Er ist über alles. Und er hat immer das letzte Wort. Amen. Wir lernen auch, dass der Teufel versucht, uns durch Leid
von Gott abzutrennen, abzuwenden und sogar voneinander auch. Leid lernen wir, ist nicht immer unsere eigene Schuld. Obwohl Hiobs Freunde wollte ihm das beibringen. Ja, dann hat er bestimmt irgendwie was gemacht, dass Gott zornig ist auf ihm. Er hat irgendwie Schuld und etwas verdient. Ne? Nein, das hat er nicht. Das lesen wir ganz am Anfang. Er war ein vorbildhafter Mann Gottes. Er hat dieses Leid nicht selber verursacht. Und wir lernen, dass Gott gut ist und dass er uns nie im Stich lässt und dass er uns in unserem Leid begegnen will und durchtragen will. In Hiob Kapitel 19, 25, mitten in diesem ganzen Kampf mit diesen Fragen stellen und warum und wieso und was für einen Sinn hat das Ganze, in diesem ganzen Kampf hat Hiob gesagt, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Viele von uns wissen vielleicht nicht, dass das aus dem Buch Hiob kommt. Das kennen wir vielleicht von Händels Messias. Oder bin ich zu altmodisch? Das gibt es nicht mehr so in den Charts. Ne? Ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Nicht nur im Himmel, auch auf Erden. Deshalb beten wir das. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Er will uns begegnen. Und Hiob hat ihm begegnet. Und wenn man bis zum Ende liest, wenn man das durchhält, dann erfährt man, wie Gott ihm am Ende sogar auch noch gesegnet hat, viel mehr wie vorher. Wir wissen auch, dass Jesus weinte. Der kürzeste Vers in der Bibel ist, Jesus weinte. Das war als sein Freund Lazarus gestorben ist. Und ich finde das immer so schwer zu verstehen. Jesus wusste, dass Lazarus wieder auferstehen würde. Aber er hat trotzdem geweint. Das möchten wir jetzt lesen in Johannes Kapitel 11. Ich lese 32 bis 37. Als Maria nun an die Stelle kam, das ist die Schwester von Lazarus, er hatte zwei Schwestern, Maria und Martha. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten, Herr, komm mit und siehe. Da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Einige meinten jedoch, dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Wow, das beinhaltet so viel. Hier kann man auch richtig gut sehen, wie die Leute mit Trauer umgegangen sind. Auch Jesus. Jesus erlebte dieselben Gefühle wie wir. Ist das nicht großartig? Er war Gott auf der Erde, aber er hat dieselben Gefühle gehabt wie du und ich.
Er leidet mit. Auch immer noch. Wir kennen ja in Jesaja die berühmte Verse, wo Jesaja prophezeit über den Messias, unser Jesus Christus. Und er heißt der leidende Diener Gottes. Das ist in Jesaja 53. Ich werde vom 3 bis 5 lesen. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Amen. Halleluja. Die Heilung unserer Wunden sind nicht nur physische Wunden. Wir haben auch seelische Wunden und geistige Wunden. Und am Kreuz hat Jesus gerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat diesen Schrei rausgelassen, als er die Trennung von seinem Vater gelitten hatte. Diese Trennung, die wir jetzt nie mehr erleben müssen. Ist das nicht wunderbar? Er hat das alles für uns gemacht, damit wir nie von unserem Vater im Himmel getrennt sein müssen. Halleluja! Er hat es ertragen. Und er ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden und er lebt mit uns. In uns. Der Heilige Geist ist auch Tröster genannt. Ich glaube, das Freudenöl, das Gott uns geben will, wenn wir trauern, kommt vom Heiligen Geist. Das ist eine übernatürliche Kraft, die wir als schwache Menschen nicht aufbringen können. Und durch diesen Trauer erfahren wir, was es wirklich ist, schwach zu sein. Bedürftig zu sein, selber nichts mehr machen zu können, dann kommt der Heilige Geist mit seiner Kraft und er befähigt uns, durchzuhalten. Als Jesus seinen Jüngern versprochen hat, den Heiligen Geist zu senden, hat er ihn Paraklet genannt. Das ist ein Wort, das unter anderem übersetzt wird als Tröster. Seine Jünger haben getrauert über seine Vorhersage, dass er bald ihnen verlassen würde. Wir brauchen den Trost, den nur der Heilige Geist uns geben kann, um Trauer und Verlust richtig damit umzugehen. Gott möchte, dass wir sein Freudenöl vom Heiligen Geist empfangen und weitergeben. In Hebräer Kapitel 1, Vers 9 lesen wir von Jesus: Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o Gott, hat dein Gott dich gesalbt und hat das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Jesus war voll Heiligen Geistes. Deshalb konnte er durch diese Trennung von seinem Vater gehen, was wir nicht machen müssen. Er war voll Heiligen Geistes. Aber er war Mensch,
wie du und ich, mit denselben Schmerzen und Gefühlen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Welche Auswirkungen haben Trauer und Verlust in meinem Leben, in deinem Leben, in dem Leben, von denen wir lieben und kennen? Nun ja, wir wissen, dass alle Menschen irgendwann Trauer und Verlust durchgehen müssen. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva leben wir in einer vergänglichen Welt. Und das ist, was so schmerzhaft ist, weil wir für eine unvergängliche Welt geschaffen wurden. Für Gottes ewiges Reich und mit ihm in der Ewigkeit zu leben. Er hat uns nicht gemacht, dass wir sterben sollen. Deshalb fällt es uns so schwer, damit umzugehen, weil er uns in unseren Herzen seine Ewigkeit gelegt hat. Das können wir in Prediger Kapitel 3, Vers 11 lesen. Ich liebe dieses Vers. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Gott hat die Ewigkeit in unseren Herzen gelegt. Es gibt viele Leute, die nicht an Gott glauben wollen oder enttäuscht sind von irgendjemandem, der gläubig war oder Christen war, und lehnen Gott ab. Aber wenn man mit jedem Mensch, wenn man mit ihnen redet, lang genug und diese Empathie hat, merkst du, dass selbst diese Leute, die sagen, es gibt nichts nach dem Tod, es gibt keinen Gott, sie haben auch diese Ewigkeit in ihrem Herzen gelegt. Und das ist, wo wir unser Finger drauf machen können. Das ist, wo wir anfangen können. Diese Sehnsucht nach was Ewiges, diese Schwere, dass es so schwer zu ertragen ist, dass jemand sterben muss und leiden muss. Und das ist, warum auch so viele Leute, die uns überzeugen wollen, dass es keinen Gott gibt, diese Frage stellen: Wenn es einen Gott gibt, warum gibt es dann so viel Leid und Schmerz und Tod und so weiter? Ja. Weil sie diesen Wunsch auch haben nach der Ewigkeit, wie du und ich. Das ist in jedem seinen Herzen gelegt. Und deshalb glaube ich, dass Gott jeden erreichen kann. Und wir wollen auch wirklich alles daran setzen, um jeden zu erreichen. Nicht aufgeben, wenn jemand sagt, nein, das brauche ich nicht, das gibt es nicht. Trauer und Verlust haben deshalb tiefe Auswirkungen in uns. Und wir müssen lernen, mit Gottes Hilfe, mit dem Heiligen Geist damit umzugehen und auch anderen zu helfen und zu unterstützen, die leiden. Ich finde es so großartig, was diese Gemeinde auch macht mit dem Hilfsdienst und die ganzen Sachen, die gesammelt werden und Wohnungen angeboten für die Leute, die Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen. Das ist Liebe ausgelebt. Das ist Unterstützung im Trauer und Verlust. Und ja, ich möchte euch auf den Schulter klopfen. Ja, auch so ein schweres Thema muss man auch mal lächeln und lachen. Ja, also Trauer und Verlust haben aber auch Gefahren. Wir ziehen uns zurück. Wir meiden Gemeinschaft und Freundschaften. Das ist ein großes Gefahr. Wir können bitter werden gegenüber anderen Personen oder gegenüber Gott. Unvergebenheit kommt oft dann dazu,
zur Erscheinung. Bis zum Depression. Depression, vielleicht wisst ihr schon, kann man gut erkennen, indem man keinen Appetit mehr, nicht mehr schlafen kann oder nur schlafen will. Apathie, Ängste, Selbstmitleid, keine Freude mehr am Leben und wie gesagt, sich zurückziehen. Das ist sehr gefährlich. Dann wissen wir dann, durch Depression haben sehr viele Leute sich selber umgebracht. Und das will Gott bestimmt nicht. Ein Mann Gottes in der Bibel hat Depressionen erlebt. Ich denke an Elia. Als er eigentlich großen Erfolg hatte in seinem Dienst als Prophet, hat er dann einen Feind gehabt, die Isabel, oder also auf Englisch heißt sie Jezebel. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch ausspricht. So Jezebel, Isabel, auf jeden Fall. Ich glaube, manche von euch wisst, von wem ich rede. Und er fürchtete sich vor diesem Jezebel, weil sie gesagt hat, sie will ihn töten. Und auf einmal hat die Angst ihn gepackt und er ist weggelaufen. Und ich möchte das lesen. Hier können wir gut sehen, was für eine Auswirkung diese Depression auf ihn hatte und wie das zustande gekommen ist. Ich möchte in 1. Könige lesen, Kapitel 19, Vers 3 bis 9. Ich fange an mit 3. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Also ist er alleine gegangen. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Da kommt er in Schlaf. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Hier sehen wir, wie ich gesagt habe, die Auswirkungen von Depression bei Elia. Aber wir sehen auch, wie Gott ihm dort begegnete. Er hat eigentlich alles aufgegeben, sich ausgeleert. Er kann nicht mehr, er will nicht mehr, es geht nicht mehr. Nimm mein Leben. Aha, das ist, was Gott will. Das ist, was Gott will. Er will nicht, dass wir sterben, sondern er will unser Leben in seine Hand nehmen. So endlich gibst du auf und sagst, ich kann nicht mehr. Hilf mir, Gott. Und er hat eine wunderbare Begegnung mit Gott gehabt. Genauso wie Hiob. Gott hat mit ihm geredet. Er ist auf seine Leid und Schmerz eingegangen. Das ist so toll. Jetzt habe ich vom Wasser gesprochen, gelesen, jetzt brauche ich auch einen Schluck. Cheers. Cheers.
Ich hoffe, ich mache euch nicht durstig. Da ist auch eine Flasche, wenn jemand die Zunge gegen den Gaumen klebt. Ja, ich habe einen Seelsorgekurs gemacht und versuche das auch teilweise weiterzugeben an unsere Bibelschulstudenten. Und ein Teil davon ist über Trauer und Verlust. Und da ist ein wunderbares Modell oder Theorie, was von jemand gemacht wurde nach ihrem Studium und ihr Buch, die sie geschrieben hatte, On Death and Dying heißt das auf Englisch. Sie heißt Elisabeth Kübler-Ross. Das klingt ein bisschen deutsch, aber ich habe das leider nur auf Englisch. Ich habe natürlich zu spät dran gedacht, im Google zu gucken. Natürlich gibt es auch auf Deutsch, aber das könnt ihr dann tun, wenn ihr euch dafür interessiert. Also diese Kübler-Ross-Modell zeigt, dass Trauer ein Prozess ist. Das ist oft, was wir nicht wissen oder nicht wissen wollen oder vergessen, dass Trauer längere Zeit braucht und dass es ein Prozess ist und dass wir dann durch verschiedene Emotionen und auch Gedanken gehen müssen. Nicht alle sind dasselbe, manche haben mehr solche Gefühle und mehr andere, manche können schneller damit zurechtkommen und manche brauchen lange. Aber wenn man auf dieses Modell schaust, da steht auf, das ist dann bei euch die linke Seite, sorry, in der Kamera, auf der linken Seite Low Ground, also das tiefe Grund. Und das ist, wo dann wir diesen Schock erleben. Etwas Schlimmes ist passiert. Entweder Tod oder etwas haben wir verloren. Und das Erste, was man meistens sich fühlt, ist, dass man es nicht wahrhaben will. Diese Verneinen, ne? Denial, Verneinen. Nein, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Und wir wollen es nicht wahrhaben. Und wir versuchen uns dagegen zu wehren. Und dann oft kommt durch diese Hilflosigkeit, wo man das doch nichts daran ändern kann, doch wahr ist, kommt der Wut. Also Anger, ne? Wut, Zorn. Und das fand ich interessant, als Jesus trauerte über Lazarus. Ne? Da stand, wenn ihr daran erinnert, dass er voll Zorn und Schmerz war. Und dann hat er geweint. Ist das nicht interessant? Er hat auch diese Wut gehabt gegen den Tod, den Verlust, diese Schmerzen. Ne? Also oft verstehen wir das nicht, dass Menschen, die trauern oder Verluste erleben, ziemlich aggressiv werden können. Also richtig eklig. Ne? Und wir denken, was ist mit dem los? Warum führt er mich so an? Warum ist er so schlimm zu mir? Warum schreit er so? Warum lehnt er die Gemeinde und Gott ab und sagt böse Sachen darüber? Und diese Wut, diese Zorn kommt durch die Hilflosigkeit, dass man das jetzt nicht ändern kann und nicht verneinen kann. Und dann Bargaining. Wenn man weiter runter geht, kommt Bargaining, das ist wie Verhandeln. Ne? Da fängt man an, Fragen zu stellen und Gründe zu finden, warum und wieso. Und ja, man will auch Schuld suchen. Wer ist schuld? Hätte ich nur das gemacht? Hättest du nur das gemacht? Wenn ihr daran denkt, an diese Geschichte von Lazarus wieder, ne? Da haben sie auch Jesus Vorwürfe gemacht. Maria hat angefangen, wenn du hier gewesen wärst, sie hat das nett ausgedrückt, ne? Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Aber das ist eigentlich ein ziemliches Urteil, ne? Also das ist deine Schuld, ne? Jesus, wenn du dich ein bisschen beeilt hättest, müsste er ja nicht sterben. Also, puh, ja?
Aber das kam aus ihrer Trauer raus. Sie, diese Schuld, diese Frage stellen und warum und wieso musste das sein? Ne? Und dann auch die anderen, die da gestanden haben, haben gesagt, ja, er hat doch Blinden geheilt. Ne? Warum konnte er nicht Lazarus auch heilen? Die haben natürlich alle nicht gewusst, dass Lazarus auferstehen würde, dass er ihn auferstehen würde. Aber wenn du denkst, irgendwann ist Lazarus doch gestorben. Ne? Also dieser Umgang mit dem Verlust und Trauer war Jesus sehr wichtig. Und wir haben das alles in der Bibel berichtet. Ja, und wenn man dann noch keine Hilfe, keine Unterstützung bekommt, dann oft fällt man in diese Depression. Aber ich glaube, das muss nicht unbedingt sein, wenn wir einander unterstützen und wenn wir wirklich einander diese Liebe geben, dann muss es nicht sein, dass es so weit kommt. Und dann danach kommt die Akzeptanz. Also wenn man hochkommt von einer von diesen Gefühle und Leiden, kommt der Akzeptanz. Wir überlegen, wir wählen, das Leben geht weiter. Ich kann mit dem Schmerz leben. Man bekommt Verständnis, dass Gott mich begegnen will, dass der Heilige Geist mich tröstet, dass ich wirklich diese Unterstützung habe von anderen um mich herum. Dann fängt man an, wieder hochzukommen. Und was ich sehr schön in diesem Modell finde, ist, ich glaube nicht, dass Kübler-Ross Christ war, aber sie hat dann gesagt, man kann sogar durch den Leid und Schmerz und Trauer auf höheren Grund kommen. In andere Wörter, man kann wachsen. Man kann also, wenn man das christlich sieht, im Glauben dann sogar dadurch wachsen. Man kann eine bessere Person sozusagen, Charakterbildung dadurch haben. Also nicht, dass man bessere Person ist, indem man irgendwie besser ist als der Nächste. Aber als man vorher war, ne? Man hat daraus so eine Begegnung mit Gott gehabt, dass man wirklich eine ganz andere Lebenssicht hat wie vorher. Und man kann auch diese Erfahrung gebrauchen, um anderen zu helfen und zu unterstützen. Ist das nicht wunderbar? Also ich finde das wunderbar. Gott möchte, dass wir die Schwachen tragen. In Römer Kapitel 12, 15 bis 16 steht: Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. In dem Luther-Übersetzung steht: Weint mit den Weinenden. Aber ich finde, begleiten in ihrem Kummer, das drückt mehr aus, ne? Man kann mit jemandem weinen, aber das hilft dann am Ende auch nicht. Ne? Dann weinen halt alle und wir sind alle depressiv. Ne? Also Empathie ist, habe ich gelernt, man steht in den Schuhen von den anderen, aber man kann auch wieder aus den Schuhen raustreten. Man steckt nicht in den Schuhen und wird auch noch runtergezogen. Ja? Amen. Wir können das fühlen, was die anderen fühlen, aber wir werden dann nicht dadurch runtergezogen. Und in 2. Korinther Kapitel 1, Vers 3 bis 4, ist eine wunderbare Erklärung von Paulus. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können.
Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Das ist so wunderbar. Und das ist, wozu wir auch bestimmt sind, als Gemeinde. Wir können unseren Gaben und Fähigkeiten, die den Heiligen Geist uns schenkt, und auch, wo wir gewachsen sind im Glauben durch unsere Schwierigkeiten und Trauern, wir können das gebrauchen, um anderen zu dienen. Es gibt viele, viele Wege, das zu tun. Ich werde jetzt nicht alle erklären, das wisst ihr bestimmt. Aber ich will euch daran erinnern. Erstens ist sehr wichtig, Zeit zu verbringen mit Leuten, die leiden und trauern. Nicht unbedingt zu reden, wie Hiobs Freunde zu viel geredet haben und alles erklären wollte. Einfach da zu sein. Einfach Zeit zu haben, das ist so ein großes Geschenk. Und nur dadurch können wir auch die Zeichen der Depression erkennen. Wenn wir nicht Zeit mit jemand verbringen, wissen wir nicht, dass sie keinen Appetit haben und nicht schlafen und so weiter. Kommunizieren ist sehr wichtig. Oft nehmen wir ziemlich zu viel Acht auf jemanden, der trauert. Und wir denken, na, sie wollen alleine sein, sie wollen sich zurückziehen. Ja, aber wir sollen im Kontakt bleiben und immer bereit sein, zuzuhören, denn das ist wichtig. Dann natürlich so Sachen wie spazieren gehen und frische Luft, Bewegung, das hilft so sehr. Und vor allem Musik. Also in dem Altersheim habe ich das entdeckt. Ich habe meine Gitarre, meine alte Gitarre ausgepackt und tschinge, 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 tschinge. Ich kann das ja gar nicht richtig. Als ich Lobpreis geleitet habe, habe ich nur gesungen, weil das erst schrecklich klingt. Ich bin so froh, dass es jetzt Leute gibt, die das so schön gut können. Ja, aber ich habe gemerkt, was für eine Freude, diese Freudenöl, was durch die Musik kommt, für alte Leute. Für Leute, die da Tag für Tag sitzen und nur darauf warten, dass jemand irgendwie ein bisschen was Schönes mit ihnen macht. Musik, das trifft den Herzen und das ist international. Musik ist wichtig, um Trost zu leiten. Wenn man nicht singen kann oder so, dann gibt es aber die Psalmen. Die kann man lesen zumindest. Die wurden auch von einem Musiker geschrieben. Gute Erinnerungen festhalten, das hilft auch. Und es unterstützt die Dankbarkeit. Weißt du, diese Bitterkeit, diese negative Gedanken kommen oft dann so stark, dass man gar nicht mehr weiß, für was man dankbar sein kann. Wir können da helfen. Die Erinnerung, die gute Sachen, daran zu erinnern. Beten natürlich ist immer das Allerwichtigste, mit und für die Schwachen. Und fragen, was für ein Anliegen haben Sie? Vielleicht ist es ganz anders, wie du denkst. Vielleicht machen Sie sich Sorgen, wie Sie jetzt Auto fahren. Also wenn der Udo sterben würde, morgen bitte Herr nicht. weiß ich nicht, wie ich hier vom A bis B kommen sollte, weil ich hier nicht mehr Auto fahren kann. Ja, das ist ein anderes Thema. Aber ich habe seit, was weiß ich, bestimmt 27 Jahren nicht mehr hier in Deutschland Auto gefahren. Ich würde die Panik kriegen. Das wäre schrecklich. Also wenn du dann in diesem Augenblick mich fragen würdest, was für ein Anliegen hast du, ich würde sagen, oh, dass jemand mich mein Auto fährt und dass ich von A bis B kommen könnte. Ja? Und dann vielleicht neben mir sitzt, während ich es versuche. Ja? Ja, dann manchmal denken wir gar nicht an sowas, weil sowas ist für uns ganz selbstverständlich. Was ist das für eine Lappalie? Ja, also fragen, was für Hilfe. Und dann kann man auch praktisch helfen. Also viele von euch können Auto fahren. Das wäre doch kein Problem, mich zu unterstützen. Ne? Da brauchst du nicht da groß überlegen und deine Fähigkeiten üben. Ja,
In Matthäus Kapitel 5, Vers 4 haben wir ja in der Bergpredigt von Jesus eine große Aussage. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Amen. Und zum Abschluss habe ich ein altes Lied aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wer das kennt. Haben wir das hier gesungen? Ich weiß nicht, vielleicht weiß noch jemand. Er gab mir Schönheit statt Asche. Kennt ihr das? Würdet ihr mitsingen, weil ich habe noch nicht mehr so viel Stimme. Darf ich das noch singen? Also ich kenne das auch auf Englisch. Auf Englisch heißt es, he gave me beauty for ashes, the oil of joy for mourning, garments of praise for the spirit of heaviness. So we'll be trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Ist das nicht so schön? Er gab mir Schönheit statt Aschen, Freudenöl statt Trauer. Er gab Lobgesang für einen betrübten Geist. So sind wir Bäume der Gerechtigkeit, die Pflanzung unseres Herrn, dass er verherrlicht wird. Ja, darum geht es, dass er verherrlicht wird. Ne? Das ist, was wir in der Gemeinde, unser Ziel ist, und das ist das Ziel auch von dieser Predigt, dass Jesus verherrlicht wird. Wir wollen zusammen beten. Ja, Herr Jesus, wir wollen dich verherrlichen. Wir wollen, dass du verherrlicht wirst in unserem Leben, jeden Einzelnen. Wir wollen, dass du verherrlicht wirst in dieser Gemeinde. Wir wollen, dass du verherrlicht wirst in unsere Freundeskreise, in unsere Familien. Und dass du uns gebrauchst, Heiliger Geist, um anderen zu trösten. Denn du bist der große Tröster und du bist in uns. Und du fließt durch uns und du willst uns rausziehen aus dem Loch, in dem wir befinden, wenn wir Trauen und Leid durchgehen. Danke, Jesus. Und ich bete auch besonders für diejenigen heute, die traurig sind, die etwas ganz Kostbares verloren haben, die verzweifelt sind und wirklich nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Ich bete für Leute, die immer noch trauen um einen geliebten Mensch, der so lange auch gestorben ist, aber es ist so schwer, damit zu leben. Herr, ich bete, dass du ihnen begegnest, wie du Hiob begegnet bist, wie du auch einfach jedem begegnen willst. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass du dasselbe Gefühle hattest wie wir, Herr, wo du auf der Erde bist. Du verstehst, wie kein anderer versteht. Und du leidest mit. Aber du willst nicht, dass wir in diesem Schmerz und Leid bleiben. Du willst uns dein Freudenöl geben. Danke, Jesus. Danke, dass dein Öl da ist heute Morgen und jeden Tag für uns. Gieße deinen Öl aus, Herr. Gieße deinen Freudenöl aus. Oh, danke, Jesus. Danke, Herr. Amen. Wie schön, dass du bei unserem heutigen Gottesdienst im Missionswerk Strahlen der Freude mit dabei warst. Aber es muss hier noch gar nicht vorbei sein. Wenn du weiterhin mit uns in Kontakt bleiben, dich durch weitere Predigten ermutigen lassen und mehr im Wort studieren möchtest, dann darfst du sehr gerne unseren YouTube-Kanal bzw. unsere YouTube-Kanäle abonnieren, die du hier eingeblendet siehst. Dort findest du viele weitere Predigten, Seminare und Gottesdienste. Außerdem kannst du für weitere Informationen, auch über aktuelle Veranstaltungen, gerne auf unserer Homepage vorbeischauen und uns auf Instagram folgen. Wenn du gezielte Anfragen oder Anregungen hast, dann schreib uns doch gerne direkt eine Mail an info@missionswerk-sdf.de. Wenn es dabei um ein Gebetsanliegen geht, dann wollen wir dich natürlich auch darin unterstützen. Aber in diesem Fall bitten wir dich, dass du dich direkt an unser Gebetsteam wendest, unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Unsere Mitarbeiter und unsere Fürbitter werden sehr gerne auch für dein Anliegen beten. Vielleicht bist du aber auch noch ganz neu im Glauben oder du bist auf der Suche nach Gott und du hast viele offene Fragen.
dann freuen wir uns über deine Nachricht an unser Welcome-Team. Wir freuen uns, von dir zu hören, dich kennenzulernen und mit dir über deine Fragen zu sprechen. An dieser Stelle wollen wir uns auch ganz herzlich bei allen bedanken, die uns so zahlreich und so großzügig unterstützen, durch Gebete, durch Spenden, durch Ermutigung. Vielen Dank. Seid gesegnet und bis hoffentlich bald wieder.